Samstagmorgen, 5. September. Ja, es geht nach Sauldorf-Boll heute Morgen. Mal das Wetter gecheckt, die Flugvorbereitungen gemacht. Es war ein bisschen windig, aber tendenziell wird es wohl so sein, dass es in Richtung Süden dann besser wird. Zunächst mal geht es einmal mehr über den Pfälzerwald in Richtung Karlsruhe und von dort aus dann rechts weg in den Süden runter. Ja, freue mich schon drauf. Da unten ist ja heute ein Fly-In, das wurde schon mal verschoben. Jetzt auf dieses Wochenende. Ja, schauen wir mal. Ne?
Jungs, vor circa einer halben Stunde bin ich hier angekommen. Soweit alles gut. Wunderbare Sache das. Ja, sieht so aus, als wird das hier ein recht großes Event werden. Jetzt mal von den bereits Anwesenden abgesehen. Der Tag ist ja noch jung. Außerdem ist das der zweite von dreien. Da kann noch ein bisschen was passieren. Schauen wir mal, was noch passiert. In jedem Fall habe ich jetzt hier auch noch zwei Schweizer Piloten kennengelernt, die eine C-22 fliegen. Die machen jetzt gleich einen Rundflug damit. Und dann schauen wir mal. Möglicherweise sprechen wir uns dann später nochmal mit den Jungs. Nein, das ist nicht Willi. Das sind zwei Schweizer Piloten hier, die hier die C-22 fliegen. Eventuell kommen die auch noch in die Gruppe. Auch schon zwei ältere Herren. So, was sage das? Ja, guckt mal, wer da kommt. So wie es aussieht, hat es der Olaf dann doch noch geschafft hierher. Ne? Das ist ja eine super Sache. Es ist jetzt 14.40 Uhr und ich bin am Überlegen, ob ich jetzt hier bleibe oder heimfliege oder whatever. Aber ich glaube, heimfliegen ist im Moment keine Option. Der Deutsche Wetterdienst hat ja auch eine Windkarte und die sagt mir, dass ich mal besser am Boden bleibe, sonst wird es ein langer Heimflug. Also werde ich jetzt mal sehen, dass ich entweder die Mune hier ein bisschen absichere oder aber einen Unterstellplatz hier kriege. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Frank ist noch da, aber der spielt auch mit dem Gedanken, heimzufliegen. Allerdings hat er dann eine bessere Windlage. Der hat dann mehr so eine Rückenwindkomponente. Und das ist ja gut, ne? Das wissen wir ja. Na denn.
Ja, wie bereits vermutet, so langsam wird es voll hier. Ne? Das dauert nicht mehr lange, dann wird hier auf dem Parkgelände die zweite und dritte Reihe eröffnet. Das dürfte Birtesflieger sein. Ja, so sieht eine kleine Schönheit aus. Ne? Oh Frank, wie sieht's aus? Das sieht nach Aufbruch aus hier. Zusammen, dass ich nachher einen Alarmstart machen kann. Alarmstart? Nichts mehr zu essen gehen, habe ich ab. Okay, das ist über gut gewählter Zeit. Damit ich vorher alles gepackt habe. Gut. Was sagt das Wetter? Ich habe immer noch den Eindruck, als wird es weiter auffrischen. Das Wetter sagt auf jeden Fall, es bleibt so windig wie jetzt. Ah. Und auch so leicht bewölkt, ne? Okay. Siehst du ja schon, sind ja gute Zirren überall und Linsen. Ja. Ich merke schon, dass da oben was abgeht, ne? Kunterbunte Mischung, ja. Na denn, da ist er, die kunterbunte Mischung. So, tut sich immer noch nichts. Ich werd wahnsinnig, ey. Ja, normalerweise hätte ich ja gesagt, tritt mal drunter, aber das wäre hier nicht so gut, ne? Sie will sich nicht jetzt hat sie sich verbunden. Na gut. Für okay. Die nächsten 10 Minuten. Oh, also. Alter! Alter! So. Ja, da hast du auch diese Kugelhalter, das ist eine gute Sache. Richtig. Habe ich auch. Wir können nicht mehr ohne Kamera, oder? Nee, wir können nicht mehr ohne. Wir sagen jetzt auch mit Kamera tschüss. Genau, halt dich munter und. Es hat mich gefreut, Jörg. Guck, dass du gesund nach Hause kommst und wir hören ja voneinander. Ne? Sag Grüße an Heiko. In jedem Fall. Ne? Und ja, vielleicht schaffen wir es noch dieses Jahr. Ja, kommt nach Pirmasens. Ne? Mit der Gang. Also denn. Ciao. Ciao. Hier den gemütlichen Teil des Abends einläute. Es sind ja doch noch einige da geblieben, die auch über Nacht bleiben. Also es verspricht, noch ein schöner Abend zu werden. So, da hat die Mune auch ihr Nachtquartier gefunden. Alles gut. Sonntagmorgen, 10 Uhr, nach einer wunderschönen Zeit hier und einer sehr gut durchschlafenden Nacht, mache ich mich jetzt wieder auf den Rückweg nach Pirmasens. Das Wetter ist, naja, aber tendenziell geht es nach Gavor gegen später wieder auf. Das heißt, ich fliege genau wie gestern auch vom Schlechteren ins Bessere. Ja, na, dann wollen wir mal, ne?